Hallo, ich bin Tobias, der Tierarzt. Ich und mein Freund Oliver... Hey, wo ist der bloß? Oliver? Kinder, ruft ihr ihn mit mir? 1, 2, 3. Oliver! Oliver! Heute sieht Oliver etwas müde aus und will nicht aus seinem Körbchen kommen. Wir untersuchen ihn besser. Dazu benutzen wir das hier. Es heißt Stethoskop. Ein etwas schwieriger Name. Stethoskop. Wollt ihr versuchen, es zu sagen? Stethoskop. Toll gemacht. Mit dem Stethoskop kann man sehr leise Geräusche besser hören. Vielleicht habt ihr es schon einmal gesehen. Wo? Genau, als ihr beim Arzt wart. Wer sehen will, wie man es zusammenbaut, hebt die Hand. Oder, da wir Tierärzte sind, wer sehen will, wie man es zusammenbaut, stellt die Ohren auf. Hebt die Pfoten. Hebt die Nase. Hebt den Schwanz. Wir haben keinen Schwanz. Schaut, wie es geht. Es ist ganz einfach. Fertig! Jetzt könnt ihr das Stethoskop benutzen, um damit etwas zu hören. Den Atem oder den Herzschlag. Hey, wir reden über dich! Legt das Stethoskop auf die Brust eures haarigen Freunds. Versucht euch vorzustellen, wie es klingt. Babam! Das Herz schlägt gleichmäßig, alles gut. Und jetzt der Atem. Einatmen und ausatmen. Die Lungen sind perfekt. Gut, euer Hündchen ist bereit, im Park spielen zu gehen. Viel Spaß beim Spazierengehen, angehende Tierärzte, und tolle Arbeit!